Früh übt sich, wer ein Stromsparer werden will. Mit dem Energiequiz der Salzburg AG lernen schon die Jüngsten, das wertvolle Gut Strom zu sparen. Sag mal, wie wird denn bei dir daheim Energie gespart? Was sagst du der Mama und dem Papa so Tag ein, Tag aus? Also, wenn sie das Licht anlassen, dann sage ich halt immer, sie müssen es oft dran. Und sie dürfen den Fernseher halt nicht anlassen. Am Abend tue ich Fenster aufmachen, dass es durchlüftet. Und wenn es richtig heiß ist, dann machen wir die Tür nicht auf, dass die ganze Luft, warme Luft nicht reinkommt. Aus dem ganzen Bundesland Salzburg haben sich die Volksschulen Kuchl, Irsdorf und St. Martin für das große Finale qualifiziert. In einem spannenden Wettkampf aller 1, 2 oder 3 geht es um den Gesamtsieg. Dabei müssen so schwierige Fragen wie zum Beispiel, braucht ein Kühlschrank mehr Energie, wenn er im kalten Raum steht, gelöst werden. Zwischendurch haben wir unsere Reporterin Magdalena losgeschickt, um Energiespartipps vom Profi einzuholen. Was sind die Top 3 Energiespartipps? Die Top 3 Energiespartipps? Ich würde sagen, beim Heizen sparen, möglichst das Auto stehen lassen und wenn man an den Strom denkt, sollte man nicht so viel Computer spielen und Fernsehen schauen, dann spart man wirklich gut. Auch Clown Bonifatius zeigt den Kids seine Interpretation vom Stromsparen. Also den Kühlschrank, den stecke ich gar nicht an. Das ist am allereinfachsten. Ich gehe in den Garten aus und da ernte ich dann ein Schnitzel. Schlau sind sie alle, aber am Ende hat die Volksschule Kuchl die besseren Energiedetektive und holt den Gesamtsieg. Wir freuen uns voll und wir können uns fast noch immer nicht glauben, dass wir wirklich von den besten 70 Klassen die besten waren, die dann gewonnen haben. Als Lohn für das tolle Wissen wird die Klassenkasse mit einem netten Sümmchen aufgebessert. Wie geht's mit dem Energiequiz weiter in Zukunft? Also unser Energiequiz, das habt ihr heuer auch in der Klasse gespielt. Das wird es nächstes Jahr wieder geben. Wir werden die Fragen wieder ein bisschen modernisieren oder weiterentwickeln, weil ihr wisst ja schon so viel. Jetzt müssen wir dann natürlich auch uns bemühen, dass es weiter spannend bleibt. Und somit sind auch im nächsten Jahr die Energiedetektive den Stromfressern wieder auf der Spur.